Einen wunderschönen guten Morgen zum Sonnenaufgang in Grümitz an der Ostsee. Die Sonne quält sich so langsam da über diese Wolkenfront, sonst hätte man sie schon vorher gesehen. Es ist jetzt so 20 nach 5. War eine herrlich ruhige Nacht hier. Steht da relativ gut an der Seite. Man kann sich da tagsüber auch hinsetzen, ohne dass es Probleme gibt. Und immer mal wieder zum Strand hüpfen, um im Wasser, was angeblich 22 Grad haben soll, stand gestern Abend hier auf so einer Tafel, sich dann erfrischen. Jo, was heute alles hier so ansteht, weil ich die Region ja eigentlich schon ganz gut kenne, weiß ich selber noch nicht. Aber ihr werdet es hier sehen. Also, wenn ihr mögt, bleibt dran, bis später. Es ist nicht herrlich, einen Tag so zu beginnen. Die Sonne ist mittlerweile voll da. Man hört das Meeresrauschen von den Wellen, die am Ufer ankommen. Vogelgezwitscher. So kann es gerne bleiben. Ja, da bin ich mal wieder. Ich habe ja heute Morgen gefilmt, bin dann losgeradelt, kreuz und quer, habe an einem Strand gelegen, gelesen, geschlafen, bin dann wieder zurück, habe gegessen und habe tatsächlich nichts gefilmt. Jetzt schlägt das Wetter gerade so ein bisschen um, nicht dramatisch. Der ganze Tag war super sonnig, deswegen will man gar nicht klagen und warm ist es ja auch noch. Ich schaue mal, was sich morgen so ergibt. Für heute ist der Tag im Grunde gelaufen. Und ja, alles Weitere wird sich zeigen. Gute Nacht erstmal oder schönen Abend noch, wie auch immer. Guten Morgen. Ich weiß, für euch sind nur ein paar Minuten vergangen oder Sekunden, aber für mich ist halt ein neuer Tag. Da unten steht meine Hope schön in der Sonne. Ich habe gefrühstückt, bin schon eine Runde unterwegs gewesen heute Morgen, eben Leergut wegbringen. Alles schön mit dem Rad und bin mal hinten um Grömitz rumgefahren. Also im Grunde hinter den Campingplätzen die zweite Reihe. Und habe da doch das ein oder andere Neue entdeckt, was ich euch heute mal zeigen möchte. Und auch hier so entlang des Strandes vielleicht ein bisschen. Noch eine kurze Info zu gestern Abend. Das schlechte Wetter hat sich direkt verzogen. Soll heute dann ab Mittag wiederkommen. Aber das ist egal. Es war eine angenehm lauwarme Nacht. Und auch jetzt ist es definitiv in der Sonne schon wieder sehr warm. Ich stelle gerade fest, so mit Rückenwind ist das wesentlich angenehmer. Ich bin ja gerade diesen Weg hier schon einmal wieder hochgefahren, in den Gegenwind rein. Und das ist echt anstrengend. Also man vertut sich, was so ein bisschen Wind ausmacht. Hier bei der Bäckerei, das Karlchen, sitzen die Leute jetzt schön beim Frühstücken. Es ist 8:30. Da kann man das schon ganz gut genießen, denke ich. Der Kletterpark hat noch zu. Jo, sieht so aus. Aber auch den einmal so hier im Schwenk drauf. Schönes Arenal, finde ich hier. Ja, da fährt die Strandputzkolonne. Die sind ja morgens hier immer ganz aktiv und fahren die ganzen Algen weg mit so kleinen Kippern und mit dem Unimog wird halt alles zusammengehakt. Ja, und hier unten ist dieser Schotterparkplatz in Grömitz, der für Wohnmobile gedacht ist, der immer 11 Euro gekostet hat. Kostet jetzt pauschal 16 Euro.
finde ich für nur einen Schotterparkplatz doch relativ teuer. Wenn du überlegst, dass der Campingplatz 18 Euro kosten würde. Ja, ich würde sagen, das ist auch mal ein seltenes Bild. Eine Kuh hier am Deich. Ich glaube, das soll auch nicht unbedingt so sein. Doch, es soll so sein. Es ist ein Fotoshooting. Ja, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Und jetzt einmal zur Promenade runter. Weil auch die gehört dazu, wenn man hier so ein Video macht. Gesagt, getan. Hier an der Promenade. Ist ein bisschen trüb da hinten Richtung Travemünde. Aber man kann es noch ganz gut erkennen, glaube ich. Neustadt sieht man auch. Da sieht es auch aus, wenn da gerade so eine Fregatte einläuft. Ansonsten würde ich sagen, das klassische Bild. Weißer Strand, bisschen aufgewühltes Wasser. Ist ja selten ganz ruhig. Und wenn nur früh morgens. So ist zumindest mein Eindruck bisher immer gewesen hier. Auch das hier, soweit ich mich erinnern kann, ist neu gebaut, direkt mit Meerblick. Und hier natürlich auch der Blick auf die Seebrücke. Ohne den geht es ja nicht, wenn man hier ist. Oh, hier stehen jetzt so Schilder. Die standen gestern noch nicht da, soweit ich mich erinnern kann. Bitte haltet euch rechts und haltet 1,50 Meter Abstand. Ich denke, die haben sie heute erst hingestellt. Aber macht ja auch ein bisschen Sinn hier. Umso weiter man hier Richtung Hafen kommt, umso dicker werden auch die Autos. Hier zum Beispiel mal so ein Maybach. Sieht man ja auch nicht an jeder Ecke. Hier zu meiner Linken ist auch immer ein schönes Bild mit diesen bunten Segeln. Auch wenn der Himmel dahinter relativ dunkel wirkt, ist der Kontrast halt noch schöner. Und hier ist ja dieser große Yachthafen von Grömitz. Was immer toll aussieht, gar keine Frage. Aber der schönste Teil ist direkt nach dem Hafen, finde ich immer. Und zwar diese Mini-Steilküste mit einem herrlichen Strand, wo in der Regel auch wenig los ist. Und man richtig gut liegen kann, lesen kann. Einfach mal abschalten. Hier habe ich gestern übrigens auch gelegen. Ich habe das, glaube ich, erwähnt, dass ich dann gelesen habe und eingeschlafen bin. Und das war genau hier. Und wenn ihr das so seht und hört, könnt ihr vielleicht nachvollziehen, warum man hier so gut runterkommt. Für mich mit das schönste Fleckchen von Grömitz. Wie ihr seht, bin ich jetzt auf der anderen Seite von Grömitz, Richtung Zismar, könnte man so sagen. Wo ich aber nicht hinfahren werde, sondern hier jetzt entlang der neuen Ferienhaussiedlung und diesem riesen Wohnmobilstellplatz, der hier entstanden ist. Ja, hier ist dieser Wohnmobilpark Achterndiek. Das soll definitiv keine Werbung sein. Nur mal dort, um zu zeigen, wie viele Stellplätze es hier gibt. Und jetzt fahre ich das Ganze mal kurz ab. Ob ihr das schön findet oder nicht, überlasse ich euch. Ich habe da meine eigene Meinung zu. Dort auf der Seite zu sehen, hier Check-in, Check-out steht da. Und ich gehe mal davon aus, so Sanitäreinrichtungen werden da sein. Ansonsten ist das natürlich alles schön angelegt. Aber ob man so stehen möchte, bin ich mir nicht schlüssig. Für den einen oder anderen mag das was sein.
Mir ist es zu viel. Ich bin nicht gegen Wohnmobilstellplätze, aber das ist mir definitiv zu groß hier. Auch wenn es schön angelegt ist. Hier nochmal so von der Seite eine Ansicht. So, und hier geht es jetzt rein in den Strandpark. So 100% neu ist das nicht. Aber gezeigt habe ich, glaube ich, auch noch nie. Und diese Parks sind ja immer mehr im Kommen. Schön ist es. Gerade wenn man jetzt vielleicht auch mit Kindern noch unterwegs ist. Da habe ich sowas auch mal in Anspruch genommen bei Schloss Dankern damals. Das waren auch solche Holzhäuschen. Eigentlich eine ganz nette Sache. Auf jeden Fall ist das Ganze recht schön angelegt. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt wieder am Wasser. Und zwar hier bei der Schleuse zwischen Grömitz und Dahme. Das Rad hatte ich schon abgestellt am Bulli. Bin jetzt eben eher so ein bisschen zu Fuß rüber. Sind nur ein paar Minuten von da, wo ich stehe. Und werde jetzt hier das Video beenden. Weil ganz viel gibt es hier nicht Neues zu zeigen und immer dasselbe. Wie gesagt, das kann man mal machen, so wie am Sorpesee. Aber hier hat sich wirklich nicht viel verändert. Daher hoffe ich mal, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es irgendwie jetzt nicht um Sehenswürdigkeiten ging oder besonders schöne Ecken. Ich werde jetzt hier noch ein paar Tage bleiben, ein bisschen versuchen abzuschalten. Hab mir gerade noch eine Diclofenac-Salbe geholt, weil ich momentan immer Probleme mit Schmerzen hier so entlang des Muskels habe, was mehr als unangenehm ist, besonders nachts. Das ist so leicht gezerrt. Jo, genug gequatscht. Macht's gut. Aus Grömitz, euer Markus.